Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalza. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja mit den Beta Chests gearbeitet und sie geupdatet. Und naja, da ist jetzt schon einiges zusammengekommen. Ich glaube, das waren jetzt ca. 20 Minuten seit der letzten Aufnahme. Und ja, danke. Oh, böse. Böse. Ich sagte böse. Sehr schön. Geht's auch wieder zu, danke. Auf jeden Fall, da ist jetzt auch einiges zusammengekommen. Auch schon hier zwei Diaseeds haben sich verdoppelt. So. Und ich hatte das nochmal so ein bisschen beschleunigt. Ich habe jetzt Angst, dass hier, wenn ich jetzt in den Crafting Table gehe, dass direkt der nächste Creeper kommt. Das hatte ich nämlich schon mal. Aber naja. Wir haben jetzt hier von diesen 8 von dieser Essence of Diamond, die können wir jetzt hier als im Kreis anlegen und wir bekommen die. Wollen wir noch nicht. Noch nicht. Und zwar, wenn wir einen Extreme Infusion Stone noch da reinlegen, bekommen wir einen Master Infusion Stone. Und nein, damit können wir keine Master Infusion, keine Master Essenzen machen. Damit können wir alle Essenzen machen. Also der Master Infusion Stone ist quasi all diese Steine in einem, wenn, wie du hier siehst, kannst du die Weak Essenzen machen, die Regular, die Extreme und die Strong. Und man kann halt sich so eine Essence auch machen, aber ob sich das lohnt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, jetzt haben wir halt ohne zu Steine. Ist leicht gesagt, aber ist es wirklich so? Und ich gehe mal schnell ins Haus zurück. So mal das Gunpowder weg. Und ich habe noch eine kurze Frage an euch. Ich weiß nicht, ob sich damit jetzt noch einer auskennt, aber ich habe hier auf diese Just Build Chest das Cobble Gen Upgrade reingeknüppelt. Und kann mir vielleicht irgendeiner sagen, was ich da machen muss oder ob ich da irgend sowas verkackt habe? Weil irgendwie kommt da nichts. Ich dachte, dass ich jetzt einfach nur da drauf muss. Oh, naja. Ist jetzt auch noch nicht so tragisch. Mache ich wahrscheinlich noch anders. Ich mache mir nochmal ganz schnell hier mit diesem Glowstone die Light Upgrades. Und zwar will ich mal, dass hier jedes von diesen Truhen noch so leuchtet. Weil dann wachsen die vielleicht mal so ein bisschen schneller, die Pflanzen. Aber naja. Auf jeden Fall. Wie ich in der letzten Folge gemerkt habe, das geht schon einiges ans Eisen, wie sie es, muss man schon noch sagen, auch wenn man es sehr gut produziert. Und dementsprechend würde ich dann heute gerne mal mit der Erzverarbeitung anfangen und die würde ich gerne über Thermal Expansion laufen lassen. Oh, Entschuldigung, der kann ich gar nicht zurückhalten. Und bei Thermal Expansion hat sich so einiges geändert. Ja, nochmal, und zwar, wenn man das hier mal so sieht, wird es so ein Furnace Weather nennen? Ja, die Maschinen kann man jetzt upgraden. Die kann man von Basic an bis auf okay, das ist interessant, dass es ja nur Basic anzeigt, aber man kann die jetzt halt wirklich alle auf Resonant updaten und die haben dann nochmal hier so ein paar Upgrades und ich würde sagen, fangen wir doch mal damit an und zwar mit der einfachsten Engine, der oder Dynamo, dem Steam Dynamo. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zwei Copper Deer, entweder so oder wir wollen die von Thermal Foundation, ein Iron und vier Copper. Drei Copper, eine Redstone Transmission Coil und Redstone. Relativ einfach. Das dann einmal 8 Copper plus 3. Mal rein damit. Und ein Silberrohr. Und dementsprechend dann noch 3 Redstone. Die Steam Dynamo. Sollte man eigentlich kennen, ist der Anfang davon. Die es auch nicht kennen, ist auch egal. Muss nicht so sein, dass es jeder kennen muss wie der Papst. Die Steam Dynamo, wie der Dame schon sagt, arbeitet mit Dampf. Halt braucht sie Wasser dafür und einen festen Treibstoff, in dem Fall Kohle oder sowas. Was auch noch geht, ist, dass man Dampf in die Steam Dynamo reinpumpt. Finde ich aber nicht so fucking awesome. Und ich werde dann wahrscheinlich erstmal durch die Steam Dynamo gehen. Und Wasser will ich nicht wie beim RET damals über den Aquarius da reinpumpen laufen lassen, sondern über ein Reservoir. So, jetzt brauche ich aber erstmal
glaube, ich mache das sogar über die Buildcraft-Dinger. Sollte, glaube ich, ein bisschen günstiger sein. Einmal a bit roof around the edge haben wir bekommen. Nice. Oh, und der ist schon hartes Rock. Das erste Koppergier haben wir. Das nächste folgt zugleich. Machen wir noch die beiden ab und schmeißen das Silber da rein. Eins noch. Komm schon, ich glaube an dich. Das schaffst du. Und da Silber noch. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist nochmal Emerald Seeds. Mache ich völlig außerhalb der Aufnahme, weiß ich noch nicht. Was ich aber auf jeden Fall außerhalb der Aufnahme machen werde, ist, und zwar gefällt mir das Ganze jetzt hier nicht, wie das Pferd so rumsteht, und ich würde schon, wie in der letzten Aufnahme gesagt, gerne so ein Gebäude bauen. Mit Elevatoren und allem drum und dran. Aber ihr werdet sehen, was ich vorhabe. Schön, dass ich das Ganze anordne, aber ich brauche noch die Redstone Transmission Coil, war das? Genau. Haben wir Copper Gear. Copper, 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 Redstone und wir haben eine Steam Dynamo. So, wie gesagt, wir brauchen jetzt halt noch irgendetwas, um da Wasser reinpumpen zu lassen. Und das wollte ich, wie gesagt, über ein Reservoir lösen. Reservoir von Ender.io. Das ist halt ein Cauldron und ach, Glas. So, ich glaube, ich habe sogar noch einen Cauldron irgendwo rumfliegen. Glas haben wir auf jeden Fall. Hier ist auch schon mal einer. Das ist perfekt. Einmal. Dort gibt es einen Tank von BC Factory. Den wollen wir nicht. Das sollte eigentlich aber auch gehen. Wieso geht das jetzt nicht? Sultant. Entschuldige, wenn ich jetzt mal gerade so ein bisschen ruhiger bin, aber... Ja, das hat mich so ein bisschen aus der Fassung gebracht. Oder muss... 308. Rohkette? Das müsste doch eigentlich... Jetzt sag mir nicht, da muss wirklich oben und unten das Just Quarz sind. Okay. Dann Planänderung. Wir machen dann glaube ich doch erstmal nur einfach so einen Tank. Boah, ey, verpiss dich in die Ei. Machen wir mal zwei Stück, die. Oder weißt du was? Weißt du was? Mir fällt was besser rein. Und zwar, mach mal, ja, wo ist es? Ist das bei Firma von, ne, hier ist es doch. Machen wir so einen Portable Tank. Da brauchen wir noch zwei Copper. Machen wir nochmal direkt 8, damit das keine Kohle verschwendet. Und ich würde dann sagen, dann gehen wir auch schon gleich direkt auf den, oder? Ne, wir gehen erstmal auf den Pulverizer. Wir können dafür schon mal die Redstone Reception Coil machen. Das ist ein Gold und nicht 3, sondern 2 Kohle. So, sehr schön. Wir könnten derzeit hier mal hier so ein bisschen Inventarplatz machen. Und schauen, wie das jetzt hier aussieht. Ja, da ist ja schon einiges wieder zusammengekommen. Ja. Oh, Kohle auch schon wieder schön. Ja, ich glaube, das könnte man auch mal düngen hier. Wer sich das halt weiter mit Düngen meinte, ja, kommt leider das Schwert dran aufnahmen. So, auf jeden Fall. Machen wir mal 2 Portable Tanks.
und stellen die dann mal hier auf und füllen die mit Wasser auf. So, haben wir hier noch drei Eimer. Eins. Schwert vielleicht nicht so direkt. Zwei und drei. Eins. Zwei. Drei. Zwei und drei. Zwei und drei. Eins. Zwei und. Gut, passen wir gerade wieder rein. Können wir den schon mal abreißen. Gut, ist auch gefüllt. 2 und 3, 1 und 2 und 3, 1, 2 und 3, 1 und 2 und 3, 1, erwartet. Gut, das war's jetzt. Und reißen wir den auch schon mal ab. So. Legen wir uns vielleicht mal gerade schlafen. Sehr schön. Klettern wir auch mal direkt hoch. Und fangen wir mit der Erzverarbeitung hier so an, hatte ich gedacht. Oh, jetzt fällt mir was auf. Und zwar, nach einer Neuerung ist, dass Thermal Expansion keine Kabel mehr hat. So, und ich würde das Ganze dann wahrscheinlich über die Kabel von BC Factory. Die. Oder? War das BC Energy? Wo sind denn die? Hallo. BC Transport? Ja, das sieht schon gut aus. So, wenn ihr das auch verschwindet, danke. Wir brauchen dafür eine Wooden Kinesis Pipe. Das ist die Input Pipe davon. Dafür brauchen wir eine Wood Transport Pipe. Das sollte nicht das Problem sein. Da regeln wir mal gerade. Da brauchen wir 1, 2 Holz. Was haben wir noch? So und ein bisschen Redstone. Nehmen wir schon direkt so 4 Gold mit. Weil wir bräuchten auch noch Golden Transport Pipes. Wenn wir die jetzt hier mit Redstone verbinden, haben wir Golden Kinesis Pipes. Ah, ich mache erstmal eine. So, vielen Dank, Redstone. Kann sich wieder verabschieden. Bitte gern geschehen. Oh, warte mal. Alter, was leckt das denn jetzt? Auf jeden Fall. Wir nehmen die Wooden Kinesis Pipe, packen die dahin. Und ich habe es mir schon fast gedacht. Wir nehmen die Portable Tanks. Und wir machen uns dann, glaube ich, mal direkt ein kleines Werkzeug von Thermal Expansion. Ich will hoffen, dass es noch bei Thermal Expansion dabei ist. Ja, passt. Wir wollen diesen Cree Center mal machen. Ist er hier echt nicht mehr dabei? Okay, das ist ein Teil von Thermal Foundation. Okay. Was brauchen wir für die... Das ist ein Crescent Hammer, das sind ein Zinn und 3 Iron. Oh. Ich wollte schon. Ich habe echt nur 6 Zinn. Was ist denn bei mir kaputt? Was kosten die Zinn-Seeds? Auch. Ich würde sagen, da wir Redstone erstmal genug haben, machen wir gleich mal die Zinsamen und reißen das Redstone-Feld mal kurz ab, damit das da wesentlich mal wachsen kann. Das hat mich jetzt gerade echt verwundert. Hatte aber auch so einen großen Fokus auf Erze gehabt beim Farmen. Also nicht nur Dias und Kohle, sondern auch wirklich halt auch so Eisen und so. Also da hat mich das jetzt echt mal hammerhart verwundert. Muss ich echt mal so sagen.
gut, wenn wir das dann jetzt mal hier. Irgendwas stimmt jetzt hier so gar nicht. Yep. Oh, da muss halt schon direkt die Goldgenießpap ran. Und so, wie ich es mir gedacht habe, jetzt hatte ich es glaube ich total in Murks. Die haben sich doch sonst immer verbunden. So, was ist denn mit den Conduits? Gut, die gibt es wenigstens noch. Okay. Dann schauen wir mal erstmal, dass wir so auf den Alloy-Smelter von Ender.io gehen. Maschinenchassis, okay. Ah, okay, joho. Ist aber auch kein Problem, weil die kann man dann halt ganz schnell zurückcraften. Hat man halt so ein bisschen Redstone verschwendet, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Heben wir uns gleich mal auf, weil mit BC Factory wollte ich auch noch so ein bisschen arbeiten. Machen aber jetzt erstmal diese scheiß Zinnseeds. Das finde ich ja immer noch. Ich habe hier noch so ein paar regular Essenzen. Zinnseed. Machen wir mal raus und hier ist Obsidian und hier ist Redstone. Ja, wurde schon direkt angepflanzt. Ich hoffe dann nochmal, dass in einer der nächsten Aufnahmen ich vielleicht auch mal mit Formcraft anfangen könnte, weil da bin ich echt mal interessiert, was sich so alles verändert hat, weil Formcraft 3 war ich ein großer Freund von. Formcraft 4 habe ich echt schon von vielen gehört, das ist scheiße. Aber das würde mich jetzt echt mal interessieren. So, das wächst dann erstmal. War das hier noch so zusammengekommen? Gut. Jetzt habe ich ja ein bisschen keine Diaseeds mehr, ne? Oder auch da war noch einer. Gießen wir mal kurz den Enderkorb. Ja, wieder Erze gießen. Ich weiß. Wie Schuh hat schon richtig gesagt, ich habe ein Problem mit der Gießkanne. Ich war nämlich sogar schon hier angefangen und habe die in den Boden gegossen. Auf jeden Fall, wir wollten jetzt in der Alloy-Smelter. Ich weiche schon wieder davon so ein bisschen ab. Redstone. Wir brauchen einen Basic Capacitor. Das sind zwei Redstone und Gold Nuggets. So, so und so. Basic Capacitor. Wir brauchen ein Machine Chassis. Was brauchen wir noch dafür? Stormbrick und Furnace. Stormbricks haben wir sogar noch. Ein Furnace kriegt man auch schon zusammen. Ach, ich gehe immer direkt an den Ofen. Dann mache ich mir auch direkt mal, weil wenn langsam auf die Eier geht, hier eine Crafting Station hin. Dann einmal den hier sehen. Und ich habe wieder nicht nachgedacht, weil wir brauchen ja noch das Eisen. Wieder kurz gehustet, ich bitte um Entschuldigung. Und die Goldenen alles mal zurück tun. Was sagt denn unsere Legebatterie da unten? Ja, 663 ungeborene Hühnerembryonen. Und hier sind echt schon wieder so ein paar Essenzbären ready. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wofür ich jetzt gerade essen sollte. Ich habe 35 Level. Ich will demnächst mal eine Dia-Spitzhacke verzaubern.
versuchen. So, Jesse haben wir nicht mit. Wir hatten da, wo sind denn die? Hatte ich echt alle von. Ich habe echt alle davon aufgebraucht. Okay, da brauche ich dann nochmal 6. Das wundert mich jetzt aber krass hammerhart, dass ich alle Iron Bars aufgebraucht habe. Ja, die erst kommen langsam auch schon. Es bessert sich. Komm, das Redstone können wir mal rausnehmen. Und verkraften. Oh oh. Mir schwand Übles. Mir schwand verdammt Übles. Das wird auf jeden Fall nicht reichen vom Inventar. Wow. Das war scheiße knapp. Alter, 600 Redstone. Essenz, das kann man nochmal lassen. Ja, nehmen wir die Kohle mit. Kohle kann man immer gebrauchen. So, ich bin nochmal gespannt, was dann so alles abkommt, wenn ich hier das Gebäude fertig gebaut habe. Und wieder ein circa 16 Kohle. Ja, erstmal die Tür in mich zuklappen. So, das wird jetzt noch fertig bauen. Maschinenchassis. Okay, und dann war das. Okay. Einmal so, so. Copper, Ofen und Furnace. So, damit ist der Leuchtmelder fertig. Den stelle ich jetzt mal direkt hier neben. Und ich mache das dann mal anders mit dem Wasser. Ah. So. Schmeiße ich dann in der nächsten Folge die Kohle da rein. Und ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, was? Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in den Kommentaren. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei. Der wird sich auch bestimmt darüber freuen. Lasst ein Abo da und ein Like. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mod Salsa. Bis dahin, tüdelü.